hiermit noch schnell 2 Schluck Wasser nehmen. Das war noch nicht unser. Ne, da haben wir auch noch was. Ich wollte jetzt doch gerne mit 100% nach draußen gehen. Wo sind sie denn? Haben wir wenigstens den Anstand, hier irgendwo in unserer Verteidigung zu versauern jetzt. Zumindest die Zombies, die hier am Tag erscheinen, die könnten wenigstens so nett sein. Und da drinnen sterben. Mann, oh Mann, oh Mann, das sieht hier aus. Was ist hier nur passiert? Es ist ja wirklich fast alles kaputt. Und dann haben die nicht mehr was dabei. Der da hinten jetzt schon. Er auch. Schönes, gammeliges Essen. Das ist sowieso das, was ich am liebsten mache. Aber da oben, diese hässliche Ecke, ne? Die haben sie heile gelassen, ja, und die haben sie mir zerrissen. Finde ich, glaube ich, gar nicht schlimm. Ich bin fast schon dankbar für eins meiner weiteren Bauvorhaben. Oh. Da waren sie auch fleißig. Geld. Eine Schiene, die hätte ich einmal vor meinem Tod gebraucht, bevor ich dann da gestorben bin, aber Tod bedeutet natürlich auch Beinbruch geheilt, das geht dann. Habe ich jetzt welche von diesen Spitzen da? Da unten habe ich sie, jawohl. Nein, ich will doch nicht hin daneben, ich will nur eben hier den. Gar nicht so einfach, diese Spitzen hinten anzuwiesen, weil ich will die eigentlich nicht kaputt lassen. Auch alles leicht angeschlagen. Wir haben doch mehr erlegt, als ich gedacht hätte. Die haben sehr viel mehr kaputt gemacht, als ich gedacht hätte. Ah, da sind sie wohl am liebsten durchgelaufen, durch die Ecke hier. Auf jeden Fall das, was ich am Anfang befürchtet hatte, dass sie eventuell anfangen, uns Anführungsstrichen zu unterkellern. Das ist nicht passiert. Also die Sachen haben zum Teil doch ganze Arbeit geleistet. Ja, wieder ein extrem schicker Cowboy-Hut. Ihr seht es, liebe Leute, das, was wir definitiv
benötigen, ist auf jeden Fall eine Steinmauer. Den Anfang dazu habe ich halt schon gemacht, anzufangen Holz dafür, ich wollte Holz eingeben. Da habe ich schon angefangen dafür, die zum Teil nötigen Lehmklumpen und so weiter zu Pflastersteinen zu verarbeiten, die wir dann am Ende zu weiteren Sachen umbauen. So, der Vorteil ist, wir haben jetzt hier eventuell später einen größeren Eingang. Das gefiel mir sowieso am Ende jetzt nicht mehr so gut mit den Stacheln, dass wir uns immer wieder hier so reindrängeln mussten. Dann bringen wir jetzt erstmal, ihr wart alle leer. Ja, da ist nur einer. Das leckere gammelige Fleisch, das habe ich auch einfach mit am liebsten. Der hatte jede Menge dabei, also. Andersrum kann man natürlich sagen, dass diese Zombie-Angriffe sich von der Warte her schon lohnen, weil wir da ordentlich Krams bekommen. Aber nein, ich will das nicht mehr. Genug ist genug, Frank. Und das waren auf jeden Fall genug Zombies für mich. Bleiben. Ja, schön, das Feuer wärmt mich. Stahlpfeile, Patronenhülsen, Tierfett. Geld. Den zerlegen wir wieder. Na, wir haben mittlerweile auch Rindfleischration, noch ein bisschen Klebeband, ein Mantel. Können wir den jetzt hier so schön rüberziehen? Jawohl, wenn wir jetzt noch eine coole Hose wären, dann wären wir jemand. So sollte der vollständige Satz heißen, bevor ich ihn frühzeitig selbstständig beendet hatte. Vitamine, irgendwelche Knochen, ein bisschen Futter, ein paar Glaskugeln, ein bisschen frisches Wasser, Honig, Schmerzmittel und das ist wieder was für nebenan. Schießpulver und richtig große 7,6,2 mm Gewehrpatronen. 10 mm 44er Magnum und 7 mm Patronen haben wir schon. Dazu fehlen jetzt noch die nötigen Waffen. Wohl irgendwann auch wohl kommen. Gut, ein bisschen Holz haben wir noch. Wir müssen jetzt schnell noch ein wenig Metall organisieren, da wir mit so leichtsinnig heute Nacht rumgesprungen sind. Beim verzweifelten Versuch, die Tür zu retten, bevor ich mich dann doch entschlossen habe, weil es mir selber auch zu langweilig war, die Tür zu öffnen. Aber abschließend kann man jetzt natürlich sagen, Tag 7 ist überstanden. Wir sind an der ersten Horde kläglich gescheitert. Ätzend, das hätte ich mir auch lieber anders vorgestellt. Jetzt eigentlich der Vorteil. Also ich weiß es nicht besser. Ich meine, ich speichere dieses Spiel nur, wenn ich es verlasse. So etwas wie Zwischenspeichern oder sowas in der Art gibt es gar nicht. Ansonsten schätze ich, wäre ich schnell in die Versuchung gekommen mit Speichern neu laden, Speichern neu laden, Speichern neu laden und in der 20. Aufnahme hätte es dann vielleicht cool ausgesehen. Aber das gefällt mir so und doch besser, dass ich dann ehrlich sagen kann, ich habe alles versucht. Ich habe versucht, mich im Haus zu verteidigen. Ich habe mich versucht, mich außerhalb vom Haus zu verteidigen. Am Ende war alles ein bisschen kacke, aber
zumindest überlebt haben was. Eisen packe ich rein. Lehmklumpen 399. Werde ich jetzt einfach mal fertigen. Das können wir wegpacken, das können wir wegpacken. Hatte ich hier nicht noch, aber das ist auch schon bald alle kleinen Steine. Ja, da habe ich noch 240, gut. Rezept, Pflastersteine. Alle 126 Stück können wir jetzt ruhig fertigen. Wie viel Holz habe ich noch? Gut. Das reicht auf jeden Fall erstmal. Jetzt. Oh, ich habe jetzt erstmal nur die Verschalung kaputt gemacht. Und jetzt den Rahmen noch. Wunder, dass die Zombies so zu kämpfen haben. Das ist auch gar nicht so einfach. Die Spitzhacke, die Schaufel brauchen wir da oben jetzt gleich erstmal nicht. Holzleiter und die Holzrahmen. Es geht nach oben. Uff. Vorher jemand was sagt, ja, ich habe mich selber gehört und ich weiß, dass ich mich selber spiele. Und ja, ich habe mich gerade trotzdem für doof gehalten, weil er einfach nicht die Leiter hochgehen wollte. Jetzt aufheben kann ich jetzt wohl nicht mehr den Rahmen, oder ich repariert habe. Nee, einmal angesetzt. Okay. Holzecke. Komplette Ecke Holzrahmen fertigen. Ich glaube, von hier oben kann ich das auch gleich wirklich gut, wenn es vernünftig abgeschlossen ist. So, zack, ja. Ist doch gar nicht so gut, wie mir lieb ist. So. Ich spiele jetzt auf Risiko. Ich meine, so ist es richtig. Einmal nachschauen. Jawohl. Die Holzecke steht. Und wer jetzt sagt, das sieht komisch aus, das ist mir durchaus bewusst, dass das eventuell komisch aussieht. Ich brauche jetzt noch eine andere Spielerei. Nein, ich möchte den nicht ins Gesicht gedrückt bekommen. Das ist der, wie ich vorhin schon einmal erwähnt habe, sogenannte Balkon / mit Aussichtspunkt, den ich noch hier oben mit dran basteln wollte. Ach, der braucht natürlich gleich noch die nötigen Ecken. Den wollte ich ganz gerne dann auf solche Holzklötze hier setzen. Das ist natürlich doof aussieht, wenn er nur auf einem steht. Gut, dass wir jetzt
wenig bis gar keine Sicht mehr nach vorne haben, finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Brauchen wir jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 von den Holzrampen. Und zwei von unseren Ecken. Da das natürlich immer so geklappt, sollte das gar kein Problem sein. Ich werde das jetzt noch ausbauen. Noch einmal einen Blick auf die Uhr. Ja, das baue ich jetzt noch aus. Und beim nächsten Mal sehen wir dann zu, dass wir dann auch mal wieder ein bisschen nach draußen kommen, hätte ich fast gesagt. Wir sind ja die ganze Zeit draußen, aber ein bisschen wieder die Landschaft erkunden. Es gibt noch viele Orte, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Es gibt noch einige Orte, an die ich mich bisher auch noch nicht wirklich rangetraut habe, so wie die Stadt, die wir da hinten entdeckt haben, auf dem Weg nach dem Flugabwurf oder Luftabwurf, den wir da hatten. War ein kleines Städtchen, natürlich, wie ich ausgehe, voll belagert von Zombies war. Was halt war, bestimmt auch immer noch ist. Deswegen hatte ich mich bisher noch nicht ganz dahin getraut. Ich fühlte mich bis jetzt noch nicht gut genug ausgerüstet dafür. Jetzt wird es nicht so viel besser, aber ich denke langsam, super, das ging schnell. Sollte es aber funktionieren. Was sagt unser Holz? 118 können wir noch auffüllen. Das sieht auch gut aus. 111, ich weiß es nicht, ich habe nicht genau drauf geachtet, aber das passt schon. Wir haben unseren schicken Hammer. Damit geht das auch sowas von ruckzuck. Das kann sich sehen lassen, was bauen. Wenn man die falsche Maustaste verwendet. Ich sehe gerade, ich befinde mich schon wieder in Überlänge. Was ich eigentlich vorhin sagen wollte, wo ich jetzt wieder mich selber abgelenkt habe. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, das war interessant für euch zu sehen, wie es denn jetzt hier weitergeht. Hier ist die Plattform, auf der bauen wir, glaube ich, weiter. Und ich sage dann einfach mal, bis gleich und tschüss.